Willkommen zurück zu einem neuen brandheißen Part von Ori and the Blind Forest. Im letzten Part haben wir ja eine neue Fähigkeit bekommen, den Stampfer. Mein Gott, ey, das war aber auch wirklich langsam nötig. Auf den haben wir ja wirklich schon sehr lange gewartet. Und ja, wir sind jetzt hier wieder back in the game. Wir könnten jetzt, wie ich es ja schon im letzten Part meinte, einige Backtracking-Sachen machen. Ich muss dazu sagen, gerade so Orte wie hier, ne? Also das sind ja Orte, zu denen wir ohnehin noch kommen, ne? Also ich denke mal, für das dritte Element müssen wir eh hier irgendwie runter oder was. Also hier zum Beispiel in den Schwarzwurzelgängen und so waren wir ja auch viel zu früh gewesen. Und dann können wir ja hier noch runter und dann kriegen wir hier sogar auch noch eine Fähigkeit. Aber ich glaube tatsächlich, da kommen wir sowieso noch hin. Deswegen würde ich da jetzt wahrscheinlich erstmal noch drauf scheißen. Was ist denn das hier unten eigentlich? Da ist sogar ein Portal. Haben wir das schon aktiviert? Ich glaube nicht, weil wir waren ja hier noch nirgends, wie wir sehen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie kommen wir denn da überhaupt hin? Weil hier geht es ja gar nicht weiter. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich hatte ja auch, jetzt auf die Karte können wir auch, alles klar. Waldsenke, Mondgrotte, Schwarzwurzelgänge, Tal des Windes. Nochmal kurz hier. Ich hatte ja jetzt überlegt, ob wir hier mal zum Hohlhain gehen. Wobei ich auch da glaube, dass wir da eigentlich noch irgendwie hinkommen, ne? Aber wir gehen mal trotzdem dahin. Wir haben ja da das Portal. Da ist ja auch gleich eins genau. Das machen wir einfach mal. Ich wollte zumindest mal auschecken, nochmal ab. Also einfach nochmal ausprobieren, ob wir da vielleicht doch irgendwie schon mal machen können. Falsche Taste. War doch die richtige. Naja. Hohlhain, so. Wollte eigentlich dahin. Ah, verdammt mich. Okay, dann nochmal. Dornensumpf war das dann doch wahrscheinlich, oder was? Der, aber... Ach so, den... Ach, ich bin ja blöd, den haben wir ja noch gar nicht aktiviert. Okay, Warte mal, von hier aus... Nee, wir müssen trotzdem zum Dornsumpf. Sind wir trotzdem dichter dran. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt noch irgendwas reißen können. Dass es sich zumindest ein bisschen lohnt. Und danach gehen wir dann immer weiter Richtung Tal des Windes. Also ich will trotzdem erstmal, soweit es geht, in der Story voranschreiten. Ich denke, Backtracking-Möglichkeiten haben wir noch oft genug. Ah, die Mucke hier ist so geil. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Musik hier sehr gut ist? Vielleicht mal beiläufig. So, wir wollen jetzt aber dahin. Gut, also müssen wir hier wieder runter. Alles klar. Ha, nice. Jetzt geht das ja auch. Aber wir kommen hier nicht hoch, verdammt. Naja, egal. So, dadurch, dass wir jetzt so viel Energie haben, ist sogar immer noch voll jetzt wieder die Energiezellen. Können wir natürlich auch die Stichflamme viel öfter einsetzen. Was nu? Hä? Noch immer auf der Jagd nach dem Licht, vom Hass geblendet. Okay, das war unerwartet. Aber nice, ich muss schon sagen, ist auch ein sehr geiles Design von diesem Kuro. Also er wirkt schon sehr bedrohlich. So, jetzt können wir das hier auch mitnehmen. Ja, hatte ich ja in den Kommentaren gelesen, von Robert war das, glaube ich. Also ja, klar, diese blauen Dinger bringen uns halt ein bisschen Lebensenergie und eben auch normale Energie. Aber halt jetzt nicht so, dass ich sage, das rechtfertigt jetzt so den Aufwand, den man doch manchmal betreiben muss. Oh. Beziehungsweise sieht es doch so pompös aus, als würde das einfach komplett alles füllen oder so. Und das tut es dann halt irgendwie am Ende nicht. Jetzt sah gerade so aus hier.
Ah, die Dinger sind echt ätzend. Ah, ich durfte noch genau rein. Sehr schön. Und schon wieder alles voll. Was die Energie betrifft zumindest. Na komm schon, jetzt reicht's aber mal mit dir. So, ich muss nochmal hier gucken. Da unten waren wir schon, okay. So, und jetzt hier oben, dieses grüne Teil. Das deutet ja wohl eindeutig darauf hin, dass dieses grüne Teil da rein muss. Das bedeutet, wir müssen den einfach nur hier irgendwo zum Explodieren bringen. Aber er muss natürlich auch in gewisser Weise... Also irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass der so ein bisschen nach oben droppt. Und damit können wir mit Sicherheit dann das Ding da oben öffnen, weil das Portal auch öffnet. Ah, verdammte Axt. So, da ist er wieder. Wie können wir das am besten anstellen? Brauchen wir da vielleicht doch auch erst noch eine neue Fähigkeit oder so? Nee, das bringt schon mal gar nichts. Verdammt. Scheint wohl doch umsonst zu sein. Vielleicht können wir irgendwann... Gegner so wegschleudern oder so. Hätten wir das eigentlich schon gelernt, dass wir mit der Sprintattacke... Ja, nicht so ganz. Aber immerhin haben wir einen Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Nee, schade. Das funktioniert leider noch nicht so, wie gedacht. Ach komm. Gucken wir mal, ob wir da oben wenigstens jetzt noch irgendwie weiterkommen. Die ist aber auch hartnäckig. Genau wie Ditte. So, vielleicht können wir jetzt zumindest das hier irgendwie zerballern. Weil hier oben war ja auch noch so ein Vieh. Prallt auch gleich ab. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab mir das im Kopf so schön ausgemalt. Oder können wir vielleicht manchmal mit der Reflexion arbeiten? Yes! Können wir! Können wir! Cool! Okay, alles klar, dann macht das natürlich alles Sinn. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das am besten anstellen. Also, ich probiert mal folgendermaßen. Das ist jetzt ein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin. Ob es tatsächlich so gewollt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so müsste es eigentlich klappen. Ach Mist. Wir müssen ihn weiter hier abfangen. Ah Mist, das klappt einfach nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aber ich will doch, dass es klappt. Bam! Ah, verdammt, war zu tief. Okay. Scheiße. Klappt einfach nicht. Gibt's doch gar nicht. Tatsächlich hat's am ehesten noch geklappt. Als wir das so gemacht haben. Aber das schadet uns natürlich. Yes! Geil, es hat geklappt. Sehr schön. Na? Okay. Ah, scheiße. Jetzt habe ich ja ganz und gerade speichern bei diesem Dornsumpf. Ne, wir sind schon richtig, okay. Ach, scheiße, sorry, Leute. Ich sehe ja, ich rush jetzt mal hier kurz durch. Das war nicht lang.
Mist, das ärgert mich gerade ein bisschen. So, nochmal kurz die Cutscene hier. Warum auf der Jagd nach dem Licht von Haskell-Blendet? Okay. In der Nähe von Feinen geht's auch nicht, okay. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Ich habe jetzt extra drauf geachtet. Diesmal nicht mal irgendwie Lebensenergie. Ist doch egal. Ach, auch dumm. Ach, verdammt, ey, das ärgert mich gerade. So, jetzt machen wir hier mal den Save Point. Den ignorieren wir jetzt einfach mal. Hat ja echt überlebt, ey, die Drecksau. Fies. Na komm. So, dann können wir das aber tatsächlich an dieser Stelle gleich nochmal versuchen. Oder auch nicht. Oh, es gibt. Also wirklich. Er hat uns diesmal auch extremst viel abgezogen, oder? So. Ist egal, ich speichere jetzt einfach mal so oft, wie es nur geht. Gut, das ist, denke ich, eine ganz okaye Stelle. So, kommen Sie mal her. Ah, verdammt, hat nicht ganz geklappt. Ah, ist geil, wie er uns trotzdem immer noch schön Fähigkeitenpunkte gibt. Geil, nice. Ah, diese Reflexionsfähigkeit ist wirklich sehr schön. Nice, dann können wir da nämlich schön den Teleporter nutzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Bevor das Vieh wieder kommt. Das ist schon eine ziemlich tricky Stelle hier auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal das Portal hier. Geil. So, hier können wir auch nochmal safen. Alles easy. Also an Energiezellen mangelt es jetzt wirklich derzeit gar nicht. Wir können im Grunde jeden Meter speichern, wenn wir lustig sind. Wendet dich mal Perfer, dann weiß ich auch nicht. Und nochmal abgesaved. So, okay. Geil! Haha! Frag mich, ob wir den Laser auch irgendwie reflektieren können. Ah, okay. Hier brauchen wir wieder eine neue Fähigkeit. Ich weiß auch schon welche. Die hatte ich nämlich auch blöderweise schon mal gesehen. Die haben wir an der Stelle einfach noch nicht. Okay, hier geht's also nicht weiter. Schade. Aber immerhin haben wir das Portal da oben und haben jetzt raus, wie wir hier weiterkommen. Das ist doch schon mal was. Gut, hier unten gab es doch irgendwo auch noch eine Fähigkeit da. Und da würden wir jetzt ja auch langkommen. Und vielleicht ist das die Fähigkeit, die wir hier oben brauchen. Aber so oder so ist das ein Ort, an dem wir jetzt noch nicht sein sollen. Von daher, bevor wir jetzt wieder ewig rumirren und Dinge probieren, was wir ja jetzt schon zu Genüge getan haben in anderen Parts, würde ich jetzt doch lieber mich der Story weiter widmen. Und da seid ihr mit Sicherheit auch heiß drauf. Gut, dann saven wir nochmal ab. Und dann jetzt mal ab hier zum Tal des Windes, oder was?
echt mal spannend. Also da sollten wir jetzt ja auf jeden Fall irgendwie weiterkommen. Und da war ja auch diese Assi-Stelle. So, das hatten wir schon hier. Ah, jetzt sind ja auch wieder hier die Tiger. Oh, Leute, jetzt reicht's aber auch mal hier. Beim letzten Mal auch viel besser. Geil, jetzt kommen wir hier nämlich ran. Sehr schön. Oh Gott, ey, wenn ich überlege, wo wir damals hier waren. Da waren wir ja noch so gar nicht ready für diesen Ort. So, jetzt bringt uns das zumindest dann auch mal was. Wenn wir uns hier hochkraxeln. Hier geht's nicht weiter, okay? Alles klar. Na gut, mit dem Doppelsprung ist es jetzt natürlich easy going. Krass, ey, wenn ich überlege, was wir hier struggled haben und jetzt ist es einfach mal so ganz easy hoch. Voll geil, ey. Oh, verdammt, hat nicht ganz geklappt. Wollte ich mal cool sein. Gut, aber hier können wir, glaube ich, nur runterstürzen. Oder? Nee, Quatsch. Jetzt kommen wir ja... Fuck. Ah, jetzt hat er den Jump nicht gemacht. Ah, schade. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Speicher nochmal, ist eigentlich zwar nicht nötig, aber ich mach's trotzdem mal. Und wenn es nur die paar Fähigkeitenpunkte sind, die wir jetzt gesammelt haben. Ich will nämlich wirklich erstmal hier gucken, was wir auf der Seite finden. Da ist wieder so ein Ding oben. Das muss doch irgendwas bringen, dass wir jetzt hier rüber jumpen konnten. Hier geht's nur runter. Also diese Dinger müssen irgendwann relevant nochmal sein. Aber nicht jetzt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Au, Leute, beruhigt euch doch mal. Geil, Alter. One-Shot sogar. Mach gleich nochmal eine Verbindung einfach, weil das auch Energie zurückbringt. Danke. Bald haben wir auch wieder zwei Fähigkeitenpunkte, das ist schön. Was ist da denn los? Ruhige dich doch mal. Oh, wer erinnert sich jetzt nicht an den Ginso-Baum? Au, au, au. Safe. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Au, 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 au. Das war ein bisschen zu optimistisch. Stichflamme wird hier nicht reichen. Ja, hätte ich mir schon fast gedacht. Krass, krass, krass. Es gibt schon wieder so viele Wege zu entdecken. Nice. Da kommen wir, wie es aussieht, noch nicht hoch. Außer wir nutzen dieses Vieh. Ach, verdammt. Haha, geil. Da war jetzt doch ein bisschen Schadenfreude mit dem Lachen dabei.
Au. Und das hat man nicht davon. Weil ich genau gewusst, dass es jetzt so abläuft. Ja, scheiße, ey. Komm, leck mir am Arsch. Das war so klar. Sag mal. Kann man die Angriffe auch reflektieren? Das würde mich mal interessieren. Tatsächlich. Cool. Ah, verdammt. Okay, so kriegen wir den schon mal schnell down. Ach, und ich vermute mal, das ist auch der Grund. Nicht jetzt, nicht jetzt. Ach, scheiß drauf. Oh, das war knapp. Hui, das war sehr knapp sogar. Nein! Oh, scheiße. Okay, da holt man sich jetzt nur in Anführungszeichen so ein Gedöns. Gibt's doch gar nicht. Ich bin fast geneigt, hier nochmal zu speichern. Und einfach nur wegen den Lebenspunkten. Ach, Mist. Ich hab noch nicht so richtig raus, wie ich das machen will. Also unverwundbar sind wir durch die Reflexion auf jeden Fall nicht. Ach, scheiße. Ich muss wirklich astrein ablaufen. Nein. Ach, das gibt's doch gar nicht. Part ist auch gleich vorbei, aber ich glaube, ich mache heute einfach mal ein bisschen weit länger. Also der Doppelsprung ist echt too much da. Ich mache jetzt nochmal einen Save-Punkt, ist mir egal. Einfach nur, damit wir im Zweifel vielleicht eh so ein Dorn-Ding überstehen. Tun wir jetzt auch, okay. Drei zieht's ab. Alles klar. Gut, ach scheiß drauf. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann geht's hier weiter, hoffentlich schnell. Bis dahin, tschaußen.